Gesund bei der Arbeit, im Betrieb oder mobil, so heißt ja unser Forum heute. Und ich glaube, wir haben eine Menge schon beleuchtet an, ja, an theoretischen Informationen, an Beispielen, jetzt eben auch nochmal ganz praxisnahe Beispiele von Anwendungen, die wir haben. Und wir wollen diesen Tag heute schließen mit einer, denke ich, nochmal sehr praxisnahen Podiumsdiskussion. Also nochmal so ein Spannungspunkt am Ende des Ganzen, die wir setzen wollen, indem wir dann wirklich den Blick mal wagen in die Unternehmen. Was heißt es denn jetzt eigentlich? Was sind die Erfahrungen, die gemacht worden sind, auch gerade in der letzten Zeit, in der das mobile Arbeiten ja zugenommen hat? Herrn Professor Thiessen haben Sie schon kennengelernt vorhin im Rahmen seines kleinen Vortrages, wer sich da noch nicht dazu geschaltet hat. Er ist in seiner Funktion, glaube ich, im Wesentlichen des Mittelstandszentrums Kommunikation heute bei uns und ein Erfahrungsträger in dem Bereich. Er wird die kleine Podiumsrunde jetzt leiten und freuen Sie sich jetzt mit uns auf die zwei Damen und den Herren, die uns zur Verfügung stehen. Ich darf jetzt auf die Sessel bitten, Frau Karin Block, Personalleiterin des Unfallkrankenhauses Berlin und auch die Vorsitzende unseres Personalforums der UVB, und freue mich, dass sie da ist. Wir haben Frau Block jetzt im Rahmen der letzten Wochen auch schon öfter mal dazu gehört, was hat sich verändert, und es ist ja immer der Sinn des Ganzen, dass andere Unternehmen davon lernen. Als weiteres Frau Petra Göbel, Personalleiterin der Messe Berlin. Auch das ja, glaube ich, mit Höhen und Tiefen, oder man kann schon sagen, in einer Menge Tiefen durch die Corona-Zeit und sehr, sehr viel Erfahrung, die gesammelt worden. Und Herr Dr. Stefan Sandrock, der sozusagen die gebündelte Erfahrung der Metall- und Elektroindustrie beim IFA vereinigt und uns dann hier auch, oder Herrn Thiessen dann auch Rede und Antwort steht. Ja, dann würde ich einfach übergeben. Herr Thiessen, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. So, sind wir gut zu verstehen? Und wo ist eine Kamera? Wir schauen in diese Kamera. Wir schauen dahin. Okay, und vielleicht kurze Rückmeldung aus dem Plenum. Wir sind gut zu verstehen. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das ist jetzt der Abschluss des heutigen Tages. Also ich habe den Tag als extrem dicht empfunden, mit Impulsen, mit vielen, so aus der Vogelperspektive draufschauen, mit vielen Praxisbeispielen. Und ich muss tatsächlich sagen, so würde ich unser kleines Gespräch heute auch eröffnen. Ich frage mich tatsächlich, was können wir eigentlich noch dazu beitragen? Also wo ist eigentlich das Problem im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Es waren wirklich tolle Sachen, auch was die Kollegin jetzt eben von Biodronik uns nochmal vorgestellt hat, dass es insgesamt ja offensichtlich eine hohe Sensibilität in diese Richtung gibt. Und damit würde ich gerne unser Gespräch eröffnen. Empfinden Sie das so, Herr Sandrock? Ich würde Sie als Ersten ansprechen. Empfinden Sie das so, dass das in der betrieblichen Realität angekommen ist, das, was wir heute besprochen haben? Teils. Muss man einfach sagen, es gibt Unternehmen, die mit einzelnen Maßnahmen nach vorne gehen, aber einen strukturierten Ansatz, wenn man jetzt tatsächlich das Dach BGM nimmt, mit der Verheiratung von Arbeits- und Gesundheitsschutz, BEM, und dann Gesundheitsförderung, das ist vielleicht dann doch für das eine oder andere Unternehmen ein bisschen viel, das so in der Form zu strukturieren. Vielleicht braucht man da noch ein bisschen Hilfestellung. Der Markt, zumindest an Beratern, ist ja relativ voll an der Stelle. Vielleicht müssen die auch die Sprache noch ein bisschen niedriger wählen, um die Betriebe da gezielter anzusprechen. Also gleich Rückfrage, was meinen Sie mit zu viel? Was ist zu viel? Vielleicht der Name, wobei ich eigentlich ein Freund des Namens Management bin, weil ich da den Begriff der Steuerung auch drin habe. Und wenn ich dann meine Prozesse ein bisschen im Griff habe, ist es okay. Aber für ein kleines Unternehmen, das wird dann vielleicht schon mit dem Begriff, jetzt muss ich das auch noch irgendwie managen, oder ein Management-System möglicherweise aufschreiben, schon erfordert mit dem Begriff. Ich denke, die Themen, die auch heute angesprochen worden sind, die sind alle von Bedeutung, und da gibt es aber, glaube ich, auch noch für kleinere Unternehmen so ein bisschen Dinge, die noch zu lernen sind. Okay, das möchte ich gerade noch mal herausarbeiten. Unser heutiges Thema, ist das tatsächlich insgesamt schon auch von dem, was wir jetzt heute beispielsweise geboten haben, genug dekliniert für kleine Kleinstbetriebe, für alle diejenigen, die ja einen Großteil des Arbeitsmarktes in Deutschland ausmachen?
Ich glaube, ein Großteil an Flachware, auch an Flachware, die verstanden werden kann von kleinen Unternehmen, ist da. Ich glaube, da braucht man noch die Ansprache, vielleicht auch von Mittelstandsberatern, die da in die kleinsten und kleinen Unternehmen reingehen und dann auch versuchen, deren Bedarfe noch ein bisschen spezifischer zu adressieren. Das ist es, glaube ich, das, was fehlt. Ich glaube, die Ergonomie, die wir auch gerade noch mal in den zwei Beispielen gehört haben, die muss nicht neu erfunden werden. Die ist da, die Erkenntnisse sind da, Normen dazu sind da, die muss in die Betriebe reinkommen. Unfallversicherungsträger, beispielsweise DGUV, hat ja auch etliche Materialien in Branchenhilfen, die wirklich in der betrieblichen Sprache das auch umsetzen, zum Beispiel was Ergonomie und Arbeitsschutz angeht, dass man es umsetzen kann. Mhm. Frage ist, gibt es in den Unternehmen dann den Kümmerer, der sich auf den Hut aufsetzt, okay, und sagt, das ist jetzt wichtig. Und dann kann ich mich auch um diese anderen Themen, um diese soften Themen kümmern, wie Resilienz und so, zu denen kommen wir sicherlich. Da kommen wir gleich zu. Frau Block, ich darf Sie dazu fragen, was Herr Sandrock eben sagte, ist, es ist eigentlich alles schon vorhanden. Und ich gehe mal davon aus, im Grunde ein Bewusstsein seit Jahrzehnten für diese Themen. Und sagen wir mal, zumindest seit es die Demografiediskussion gibt, also so seit allerspätestens Ende der 90er Jahre, da ging das ja richtig massiv los. Warum ist das in der betrieblichen Wirklichkeit aus Ihrer Sicht noch nicht so angekommen, dass wir uns heute zu dem Thema tatsächlich hinsetzen müssen und darüber diskutieren? Immer noch diskutieren müssen. Ja. Immer noch diskutieren müssen, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, so ein Stück weit hat es damit zu tun, eine Unternehmenskultur, wie ist die gestrickt, wie wird ein Unternehmen geführt, welche Voraussetzungen gibt es? Ist es ein Unternehmen, was sehr viel Dynamik so und so schon hat, oder ist es eher so eine Titanic? Ne? Ich sage mal, so ein U-Turn mit einer Titanic ist sehr schwer. Nichtsdestotrotz muss ich da Dr. Sandrock recht geben, es ist alles vorhanden, es ist alles da, man muss sich nur noch bedienen und die entsprechenden Dinge in die Wirklichkeit umsetzen. Es reicht mir noch nicht, Frau Block, warum tut man es dann nicht? Das ist auch eine Generationsfrage. Eine Generationsfrage, wie und wer ein Unternehmen führt und wie ich selber auch das zulasse, diese Veränderungen. Ich merke es selber auch, dass in Unternehmen die jungen Wilden reinkommen und ganz viel Enthusiasmus an den Tag legen und sagen, wir wollen was ändern, was strukturieren, anpassen, die betriebliche Gesundheitsförderung und das betriebliche Gesundheitsmanagement sind wichtig, waren schon immer wichtig, aber wollen es jetzt auch letztendlich leben. Aber dann kommt halt immer noch so ein bisschen diese Kultur, diese Unternehmenskultur, die so ein bisschen schwer ist, an der einen oder anderen Stelle schnell mitzuhalten. Okay, wir sind also, ich darf ein erstes Zwischenfazit ziehen. Es geht bei alledem auch tatsächlich um die kulturelle Gestaltung, so eine Art von Transformation, jetzt nicht nur der Prozesse und Instrumente, sondern auch, ich nenne es jetzt mal Mindset-Thema, obwohl das schon wieder keine wirklich mittelstandsfreundliche Sprache ist. Aber in diese Richtung können wir das einsortieren. Das heißt, da gibt es einiges zu tun. Frau Göbel, Sie sind aus einer Branche, die ja im Moment, also die es nicht so einfach hat. Ja, Sie sind Bereichsleiterin Personal bei der Messe Berlin GmbH. Vielleicht, dass Sie uns ganz kurz einen Eindruck davon geben. Wir sind jetzt im Monat so und so viel der Pandemie. Wir haben alle das Gefühl, es sind zumindest schon mal wieder solche Veranstaltungen wie hier heute grundsätzlich möglich. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag im Augenblick aus? Also mein Arbeitsalltag und der Arbeitsalltag der Personalkolleginnen, der ist extrem busy und sehr, sehr dicht, weil Personal in so einer Phase natürlich extrem gefragt ist. Aber ein Großteil unserer Mitarbeiter, roundabout 60%, befindet sich nach wie vor in Kurzarbeit. Diese Woche wurde verkündet, dass die Grüne Woche stattfinden wird. Also wir beobachten und monitoren in Präsenz, ja. Die Grüne Woche ist, glaube ich, im Januar oder wann? Genau, im Januar. Und das ist jetzt nach anderthalb Jahren dann die erste größere Veranstaltung. Die kleineren Kongresse fangen jetzt langsam an. Und wir beobachten ganz interessiert, ob jetzt 2G oder 3G, wie wollen wir das handeln? Was sind da so die Grundlagen, die Grundsätze? Wie gehen wir mit Personal um? Sie müssen dann auch so und so viel Personal wieder aus der Kurzarbeit zurückholen, um ein solches Incentive tatsächlich stemmen zu können. Ja, wir haben jetzt anderthalb Jahre Kurzarbeit hinter uns, in Teilen, in manchen Unternehmensteilen bis zu 100%. Ja.
bis zu 80% ist nicht unüblich. Aber das verlagert sich eben von Abteilung zu Bereich sehr, sehr stark. Wir sind außerdem zu 100% im Homeoffice. So, wenn ich jetzt im Homeoffice mich befinde und wenig arbeite, dann, und das mache ich über einen langen Zeitraum, das wurde ja eigentlich zur Überbrückung mal geschaffen, dann verändert das Menschen, das verändert Kulturen, man verändert sich und entfernt sich vom Arbeitsplatz. Man verlernt vielleicht der eine oder andere so ein bisschen die Arbeit oder auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, weil man hat ja seine zugeteilten Arbeitsaufgaben, die dann im Homeoffice sehr klar auch strukturierbar sind und in den persönlichen Ablauf einzuplanen sind. Wir alle waren, wir haben 68% Frauen bei uns im Unternehmen, die tragen nach wie vor in unserer Gesellschaft auch die Hauptlast an Familie in großen Teilen. Also auch die Hauptlast in der Alltagsbewältigung des Homeoffice. Ganz genau so. Das heißt nebenbei Kinder, Homeschooling, das kennen wir alle. Okay. Wir haben ich würde gerne daran noch einen Moment bleiben, weil jetzt, also für mich wird es jetzt interessant. Wir haben heute betriebliches Gesundheitsmanagement mit teilweise seit Jahrzehnten entstandene Routinen und Instrumente und so weiter alles. Jetzt sind wir am Beispiel der Messe GmbH in einer Situation, in der es eigentlich ins Eingemachte geht. Sie haben auch vorher schon Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagements eingesetzt. Wie erreichen Sie denn diese Menschen, die dort seit Monaten in der Kurzarbeit sind und jetzt wieder so ins Doing kommen, wie erreichen Sie mit solchen Instrumenten? Spielt da Resilienz und so weiter eine Rolle? Also wir haben alles erstmal aufs Virtuelle umgestellt. Wir haben unsere Führungskräfte sehr schnell auch im virtuellen Führen geschult. Wir waren gerade dabei, Mitarbeitergespräche nochmal stärker auf das Thema Zielorientierung zu unterhalten, den kontinuierlichen Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft zu forcieren. Das hat uns genutzt in der Situation. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben viele Instrumente des Gesundheitsmanagements. Wir machen seit Jahren Resilienztrainings und Achtsamkeitstrainings. Da sind 40% unserer Mitarbeiter auch schon durchgegangen. Und das eine ist natürlich, wie ich in bestehenden Strukturen achtsam umgehe und stressresistent agiere oder wie ich das tue in einer Zeit, wo ganz viele Dinge in Frage gestellt worden und über den Haufen geworfen werden. Mhm. Und da stellen wir eben fest, dass solche Trainings schön sind, gut sind. Mhm. Aber das hat ganz viel auch mit dem persönlichen Umfeld zu tun. Das heißt, wie stressig ist die Arbeit, ist die eine Frage. Aber in welchem Umfeld lebe ich denn? Wie sehen denn die Bezugsgrößen aus? Was kann das Thema Führung dafür tun? Das sind nicht nur die Stunden, die auf dem Zettel stehen. Ist das, also das wäre eine letzte Frage dazu. Ich möchte jetzt auch nicht so eine negative Stimmung da reinbringen, aber es scheint mir doch eine ganz relevante Herausforderung zu sein, wie man so schön sagt, das, was Sie beschreiben. Und es wird ja auch hoffentlich wieder eine Zeit nach der Pandemie geben oder eine neue Normalität. Aber geht es nicht zu weit in die ganz persönliche Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters? Also Übertragung solcher Dinge auch in der Betrachtung jetzt des familiären Umfelds, des Alltags. Natürlich, was jetzt auf uns zukommt, ist völlig klar, wenn ich Mitarbeitende im Homeoffice erreichen muss. Kann man, aber so die Grenzziehung scheint mir nicht so richtig nachvollziehbar. Das ist das, was wir immer diskutieren, nicht? Wo ist die Grenze? Viele Betriebsräte waren ja auch gegen mobiles Arbeiten, um eine Entgrenzung von Arbeit und Privatleben dem vorzubeugen. Die Pandemie hat uns eines Besseren belehrt. Da waren wir darauf angewiesen, diesen Spagat hinzukriegen, weil wir alle irgendwo zu Hause waren. Und natürlich, das gibt Mitarbeiter, die wollen unbedingt ins Büro kommen. Wir haben es jetzt wieder aufgemacht. Wir haben jetzt wieder Mitarbeiter auch in den Kantinen. Wir haben die Lunchbox geöffnet. Die freuen sich zu kommen. Und andere bleiben sehr gerne im Büro, weil natürlich über anderthalb Jahre sich da auch was eingespielt hat an Abläufen, an Routinen. Das ist schwierig. Und wenn Sie mich jetzt auf das Thema Resilienz ansprechen würden, dann würde ich sagen, das hat ganz viel mit den Persönlichkeitsmerkmalen auch zu tun, nicht? Wie wir mit Veränderungen umgehen, wie veränderungsbereit wir sind, wie neugierig, wie lernbereit, hat ganz viel damit auch zu tun, wie wir mit dem Thema Resilienz dann umgehen, jenseits von Sensibilisierung, Schulungen, Trainings, okay, Führungsmöglichkeiten, Ergonomie-Themen. Mhm. Ich glaube, da muss man immer den ganzen Komplex des Menschen und des Arbeitnehmers betrachten.
Frau Blöckl, ich würde gerne noch einen Moment bei der Resilienz bleiben, so in dem, im normalen Arbeitsalltag, so aus Ihrer Sicht. Dieser Begriff, der geht uns so leicht von den Lippen, Resilienz. Und wir würden dem alle zustimmen, wir brauchen Resilienz und Resilienztrainings und so weiter. Könnten Sie das ein bisschen vergegenständlichen? So, also was könnte es für Möglichkeiten zum Aufbau von Resilienz im Arbeitsalltag geben, nach Ihren Erfahrungen? Ein Wort, Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft zu mir selber, zu meinem Beruf, zu meinen Aufgaben und darüber auch, das übertrage ich auf mein Team, auf meine Mitarbeiter. Das übertrage ich ein Stück weit auf andere Bereiche und auf die Organisation. Das ist ganz klar die Leidenschaft. Und natürlich, das haben wir heute auch alle schon gehört, es ist ja kein neuer Begriff, auch wenn wir jetzt irgendwie Resilienz dazu sagen. Es ist doch die Anpassungsfähigkeit. Und neue Situationen haben wir schon immer gehabt, neue Herausforderungen, dass wir jetzt in so kurzer Zeit so stark gefordert sind, dieses Thema ad hoc anzugehen und angegangen worden zu sein. Alles gut, aber man muss eine Leidenschaft mitbringen und die muss man auch zeigen und tragen und dann auch färbt die auch ein Stück weit auf die anderen in der Umgebung ab. Also wir sind auch wieder bei einem Führungsmindset-Thema gelandet. Ja. Das sind ja, also wie sagt man so schön dazu, die weichen Faktoren. Herr Sandrock, ich würde Sie gerne mal zu den harten Faktoren ansprechen. Sie haben das heute Morgen in Ihrem Beitrag eigentlich recht eindrucksvoll geschildert, dass es ja letztlich auch um eine Form der betriebswirtschaftlich begründeten Prozessoptimierung geht, wenn ich Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagements gezielt einsetze. Und was wir jetzt an weichen Faktoren diskutiert haben, das ist meine Frage an Sie. Aus Ihrer Sicht rücken diese betriebswirtschaftlichen Faktoren dann nicht ein bisschen zu stark in den Hintergrund? Denn letztlich geht es ja darum, das Unternehmen gesund zu halten. Also ich sage es mal ganz platt, wenn dazu gesunde Menschen gebraucht werden, ist es gut, dann müssen wir sie auch gesund halten. Aber im Hintergrund steht ja doch eine betriebswirtschaftliche Effizienz. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wie schätzen Sie dieses Spannungsfeld ein zwischen den Anforderungen und auch diesen Postulaten des betrieblichen Gesundheitsmanagements und dem, was Sie an unternehmerischer Verantwortung jeden Tag haben und einlösen müssen? Ja, provokant gestellte Frage. Ist das ein Widerspruch, muss ich mir da erstmal durch den Kopf gehen lassen. Zunächst, vielleicht möchte ich da noch einmal auf den Begriff Resilienz eingehen. Frau Block hat ja dankenswerterweise gesagt, das ist nicht neu, das ist Anpassungsfähigkeit. Ergänzen müsste man vielleicht eine Anpassungsfähigkeit an Krisen. Es geht ja nicht darum, dass ich schick oder gestärkt durch den Alltag gehe, sondern wenn ich Krisen erlebe oder krisenhafte Ereignisse, dass ich aus diesen gestärkt hervorgehe und dann vielleicht auch bewerte, was heißt das. Ich glaube, das sollte man noch, das ergänze, ich würde den Begriff auch nicht überstrapazieren wollen, denn es ist, sonst wird es ein Buzzword und dann ist es wie Agilität irgendwann weg und alle erfinden dann wieder ein neues Wort. Nein, ich glaube, man muss diese beiden Dinge ergänzen. Man hätte sie vorher auch schon ergänzen müssen. Das ist ja, wenn ich das Thema Führungsverhalten nehme, Führungsverantwortung, Rückmeldung, Wertschätzung, das sind ja auch nicht neue Begriffe, sondern das sind ja Begriffe, die dazu beitragen, dass der Mitarbeiter einen Anreiz bekommt oder motiviert wird, gesund zu arbeiten. Und bestimmte Dinge kann ich auch nicht in Maß und Zahl abbilden, weil ich nicht vorhersagen kann, ab wann die Führungskraft sozusagen ein negativer Belastungsfaktor wird oder wann es die Ressource ist, die den Mitarbeiter unterstützt. Harte Kennzahlen kriege ich zum Beispiel durch den Beitrag, den ich eben von Daimler gehört habe, der gesagt, Good Ergonomics ist Good Economics. Das heißt, da kann ich schon versuchen, das machen andere große Player ja auch, wie Bosch beispielsweise, abzubilden über Kennzahlen, den monetären Nutzen einer guten und gesunden Arbeitsgestaltung, die für mich die Basis dann ist, bevor das Shishi kommt, also der S-Kurs für die Ehefrauen oder der Kochkurs für die Ehefrauen oder so, das bieten ja einige auch an, weil die Männer ja nicht kochen zu Hause. Das ist für mich die Basis und der nächste Schritt ist dann, die Führungskräfte zu qualifizieren. Das war es aber wahrscheinlich vor 30 oder 40 Jahren auch schon, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätzend zu behandeln und denen wertschätzend zu begegnen. Das ist das A und O. Und das ist eine Kulturfrage und das ist auch eine Frage, das muss ja auch nicht so auf dem esoterischen Weichspülerniveau passieren, sondern da muss ich immer schauen, wo ist es adressatengerecht? Was wollen die denn auch von mir? Wie sprechen die denn miteinander? Und wie schaffe ich es dann als Führungskraft authentisch in diesem Rahmen auch zu bleiben? Das ist für mich kein Widerspruch.
Das ist eine Ergänzung. Aber es ist, glaube ich, in dem einen oder anderen Unternehmen ein Wandel. Viele sprechen auch von Kulturwandel. Vielleicht ist es das an der Stelle auch. Okay. Ja, vielen Dank. Ich bitte auch tatsächlich um Nachsicht, dass ich da so jetzt so im Krisenmodus diskutiert habe. Also ich komme ja aus dem Hochschulbereich. Bei uns gibt es Studierende, die seit 4 Semestern nicht einmal in der Hochschule waren, weil wir wie man so schön sagt, den Online-Unterricht hatten. Das hat auch die Organisation massiv natürlich beeinflusst. Ich würde trotzdem gerne, weil das auch so ein schöner Tag heute war, mit vielen wirklich positiven Beispielen, mal versuchen, an der Stelle weiterzuarbeiten. Wir haben eine neue Realität eines Spannungsfeldes zwischen Remote-Arbeiten und dem, ich nenne es mal das konventionelle Vor-Ort-Arbeiten. Das mobile Arbeiten für Führungskräfte, für Mitarbeitende, Frau Göbel, würde ich Sie gerne ansprechen, weil Sie ja auch davon massiv beeinflusst sind. Dieses mobile Arbeiten, welche Herausforderungen bringt das aus Ihrer Sicht mit sich? Das bringt ganz klar mit sich, dass einfach Teams nicht mehr sich direkt abstimmen können, sondern das ist das Thema der Erreichbarkeit. Das ist einfach das Team, man muss Teams anders strukturieren, man braucht andere Rückmeldefristen, man braucht andere Zeitblocker für, also man braucht ein anderes Meetingverhalten. Es funktioniert nicht mehr die gute alte Chefart, einmal der Gang durchs Büro und dann weiß jeder Bescheid, sondern man braucht einfach andere Meetingstrukturen. Die Kollegen brauchen zu Hause ein entspanntes Umfeld. Nicht jeder hat das. Theoretisch braucht es ein abschließbares Büro, aber es gibt Mitarbeiter, die sitzen am Küchentisch und drumherum tobt das Leben. Das heißt, da habe ich einfach Themen der Entgrenzung oder das, wo Menschen gefangen sind in unterschiedlichen Bezugssystemen und sich nicht auf das eine oder auf das andere konzentrieren können. Dem einen fällt das leicht, dem anderen nicht. Der eine sagt, das ist doof, ich käme lieber ins Büro, aber ich spare mir dafür 1,5 Stunden Fahrtweg. Das ist jetzt mein persönlicher Trade-off. Dann ist es, glaube ich, einfach, es geht Kreativität verloren. Und ich meine, wir sind im Eventbereich, da ist ganz viel Kreativität auch gefragt. Da geht was verloren. Was man ganz hervorragend machen kann, ist es sicherlich Standardthemen abzuarbeiten im mobilen Arbeiten. Aber der Austausch, die Kreativität, Kundenbindung, Kundengewinnung, Neugeschäft, das ist durchaus eine Herausforderung. Auch, was weiß ich, Brainstorming-Sessions, Innovationen über virtuelle Kanäle. Ja? Das ist nicht so einfach. Frau Block, wie schätzen Sie das ein? Auch so aus Ihrem persönlichen Erfahrungskontext. Tja, nun arbeite ich in einem Unternehmen, was tatsächlich für die integrierte Patientenversorgung auf dem höchsten Niveau interessanter Punkt. Ja, dann viel Spaß mit mobilen Arbeiten. Genau. Mhm. Und ein ganz, ganz kleiner Teil letztendlich, der nicht mal alle in der Verwaltung sind oder könnten mobil arbeiten, weil auch da viele Mitarbeitende vor Ort einfach benötigt werden, um den klinischen Alltag am Laufen zu halten. Und dann ist es eine Frage auch wieder, ermöglicht ist das den Mitarbeitern, wenn ja, in welchem Umfeld wollen die das, sind sie dafür geeignet? Da sind auch solche Sachen wie Teambuilding, Kreativität, Zusammentreffen, schnell Dinge vor Ort abzusprechen, sowas fällt alles flach, Erreichbarkeit. Dadurch, dass wir aber ein Haus sind, wirklich, wo die meisten Mitarbeiter vor Ort sein müssen und auch so ein Stück weit die Erwartungshaltung da ist, dass auch die anderen Mitarbeiter persönlich zu erreichen sind, sind wir gerade in der Schaffung dieser hybriden Arbeitskultur. Wirklich gezielt und noch sehr minimalistisch diese Homeoffice oder mobilen Arbeitsstrukturen zu schaffen und auch zu ermöglichen. Das funktioniert bei uns nicht so, wie es bei anderen Unternehmen von jetzt auf gleich einfach stattgefunden haben muss, sollte oder kann. Das ist bei uns anders. Und da glaube ich, ist es auch für uns zumindest, kann ich auch noch für unser Unternehmen sprechen, wichtig, uns Zeit zu lassen. Ich habe immer das Gefühl, gerade überholen uns alle mit diesen ganzen mobilen Arbeitsstrukturen und Vereinbarungen, die geschlossen werden. Soweit sind wir noch nicht. Wir wollen das Stück für Stück und peu à peu und niemanden überfordern und schon gar nicht die Mitarbeitenden überfordern, die vor Ort sein müssen. Mhm. Die müssen einfach vor Ort sein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Da haben Sie schon eine der Kernbegriffe, mit denen wir unterwegs sind. Auch heute ist es ja ein hybrides Meeting. Also an die
Teilnehmenden im virtuellen Raum. Wir sind hier ungefähr, weiß ich nicht, 20 Personen so grob vor Ort. Und wie viele Teilnehmende haben wir jetzt noch online? Ich sehe es gerade. Immer noch 60. Respekt, gute Leistung. Also seit 9 Uhr heute Morgen ist eine gute Quote. Zwei Drittel sind dabei geblieben. Meine Frage war das Thema hybrides Meeting. Herr Sandrock, da würde ich Sie gerne ansprechen. Diese hybriden Arbeitsformen, was kann denn ein Unternehmen tun aus Ihrer Sicht, um die Organisation und die Mitarbeiter da wirklich auf diesen Weg zu bringen, das nicht nur als eine Zwischenlösung zu sehen und ab 3 Monate und 86% Impfquote wird wieder alles ganz normal? Das ist sicherlich erstmal auch eine Kulturfrage. Ich war letztens in einem Unternehmen, das noch im wahrsten Sinne des Wortes patriarchisch geführt wird. Und da setzt man auf 100% Präsenz, obwohl es da anders ginge von der Technik und auch von den Berufen und den Tätigkeiten her. Wenn wir das Beispiel IFA nehmen, da hat das schon vorher funktioniert, weil wir auch schon vorher Regelungen hatten und Absprachen vor Corona, bevor das, also wir waren da schon relativ weit vorne, weil wir natürlich auch in der ganzen Bundesrepublik unterwegs waren, alle Beschäftigten mit Veranstaltungen wie diesen, wo dann ein paar mehr Leute dann zugegen waren, wo man aber dann auch zum Beispiel, früher habe ich es gesagt, Management bei ICE, weil dann habe ich halt mit meinen Mitarbeiterinnen aus der Bahn telefoniert und Absprachen gemacht und heute macht man das dann halt modern mit einer Videokonferenz. Die Hybridisierung, man muss gucken, welche Prozesse sind davon betroffen. Ich glaube, dieser Punkt, der eben von Frau Göbel angesprochen worden ist, Kreativität, gemeinsam was zu entwickeln, das halte ich für sehr schwierig. Sowohl aus der persönlichen Erfahrung raus, als auch von dem, was mir so berichtet wird, dass tatsächlich dann die räumliche Nähe, wenn es ein kleines Team ist mit 3-4 Leuten, dass man es versuchen sollte, irgendwie hinzukriegen. Hybride Arbeit gab es früher ja auch schon. Wenn jetzt ein Team in Deutschland zusammengesessen hat, einen Haufen Ingenieure, die mit ihren Kunden oder wem anders in anderen Kollegen aus einer anderen Distribution in China telefoniert haben. Das ist ja auch hybride Arbeit. Eine Videokonferenz mit mehreren an einem Standort, das hat früher auch funktioniert. Man muss halt überlegen, bei welchen Prozessen, und da ist jeder Unternehmer gefragt, da kann ich jetzt auch nicht einfach so sagen, so wird es gemacht oder so wäre meine Empfehlung, sondern das hängt, glaube ich, von den Prozessen und Dienstleistungen ab, die man gemeinsam bearbeitet. Das sollen aber die Unternehmen auch lernen. Sie sollen auch den Mut haben, auszuprobieren, da wo es geht, kann man es machen. Und da, wo es nicht geht, dann soll man es halt lassen. Und da muss man halt wieder, das sind ja auch nicht alte Strukturen, bestimmte neue Technologien, die man im Zuge von Digitalisierung angeschafft hat, wird man ja nutzen können, wie Whiteboards oder Apple Boards oder was auch immer, um dann die Daten dann auch später noch zur Verfügung zu stellen. Also das wird ein Nutzen sein. Ich habe es selber erlebt in einer Veranstaltung, wo ich zu Hause saß und die Kollegen saßen dann in Berlin beim Verband. Nicht bei dem, beim anderen. Und wir haben gemeinsam Papiere erarbeitet. Das ist natürlich anders. Man kriegt die Zwischenaugensprache nicht mit, wenn man jetzt Anmerkungen macht, Kommentare macht. Wie wird das wahrgenommen? Das ist schwierig. Okay, vielen Dank. Wir hatten jetzt den Themenkomplex der Resilienz so im weitesten Sinne. Wir hatten den Themenkomplex des mobilen Arbeitens und der Herausforderungen. Ich würde ganz kurz in Richtung der Regie gucken. Sind Beiträge im Chat, irgendetwas? Kein Beitrag. Ich möchte Sie dennoch ermutigen, meine Damen und Herren, vor den Monitoren, auch hier im Raum, gerne einen Beitrag auch mit eingeschaltetem Mikro dazu zu bringen, vielleicht eigene Erfahrungen. Überlegen Sie sich, würde unsere Runde auf jeden Fall bereichern und wir hätten das Gefühl, Sie sind wirklich da. Das ist eine der Dinge in dem Thema des Online-Arbeitens und des virtuellen Raumes. Ich würde gerne zum dritten Themenkomplex dann kommen und das ist das weitesten Sinne Leistungsfähigkeit. Das ist für mich auch sehr stark verbunden mit dem Begriff der Verantwortung. Eigenverantwortung, also individuelle Verantwortung, Verantwortung der Organisation gegenüber dem Individuum. Was ich Sie gerne fragen möchte, und Frau Block, da würde ich mit Ihnen gerne beginnen, ist, wir reden ja viel über Erhalten der Leistungsfähigkeit. Können Sie uns ein paar Aspekte nennen? Was kann ein Unternehmen, eine Organisation, was können die konkret tun, um Leistungsfähigkeit
zu erhalten, auch in dieser allgemeinen Gemengelage, in der wir uns befinden. Mit der nötigen Leidenschaft, die Sie eben beschrieben haben. Wo geht die Leidenschaft hin? Was kommt da raus? Output-orientiert. Output-orientiert. Und diese Leidenschaft ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch das wurde heute im Laufe des Tages schon ganz oft angesprochen. Letztendlich sind die Aufgaben an eine Führungskraft werden größer. Ich muss mich nicht mehr mit meinem Team vor Ort nur auseinandersetzen und gucken, erkenne ich das, wenn irgendwie Probleme auftauchen, sehe ich, wenn jemand blass zur Arbeit kommt oder wenn ihm ein Thema ganz besonders Schwierigkeiten bereitet, sondern ich muss als Führungskraft letztendlich nun auch mobil oder online erkennen, wenn die Leistungsfähigkeit abnimmt, wenn Themen nicht mehr so bearbeitet werden können in der Schnelligkeit, woran es auch immer liegt, weil ich nicht dafür geeignet bin, zu Hause zu arbeiten, weil ich mich verzettel in meinen Strukturen, weil ich nebenbei noch irgendein Homeschooling, irgendwelche Klausuren vorbereiten muss oder kochen muss für den Mann. Sowas alles, das muss ich lernen und erkennen. Da braucht es natürlich dann auch wieder dieses Gesundheitsmanagement, diese Schulungen, das Erkennen und die wirklich auch mich selbst weiterzuentwickeln und zu gucken und auch nicht keine Scheu zu haben, Mitarbeiter anzurufen und direkt anzusprechen und sagen, ich habe gerade das Gefühl, da ist gerade eine Verzögerung, woran liegt es dann? Ne? Und diese auf Distanz letztendlich zu führen. Mhm. Herr Sandrock, wie sehen Sie das? Was kann eine Organisation tun? Jetzt in dieser neuen Form. Also Stichwort ist Leistungsfähigkeit und Führungsverantwortung, so im weitesten Sinne. Ich finde auch, das ist nicht neu, weil der Begriff Führungsverantwortung, diese wahrnehmen, das ist nämlich egal, ob ich das im Betrieb mache, wenn die Führungskraft, wie Sie eben gesprochen haben, morgens durchs Büro geht und es dann checkt beim Walking Around, dann ist es in Ordnung, sicherlich. Es gibt da Führungskräfte, die machen das auch nicht zu Präsenzzeiten zu ihren Mitarbeitern gehen. Also ich glaube, dieses Führen auf Distanz, das heißt aber auch, ich muss eine Vereinbarung treffen, wann ist meine Mannschaft erreichbar? Ich muss vereinbaren, wann sind denn geregelte Arbeitszeiten? Und ich muss auch gucken, welche Tätigkeiten und welche beschäftigten Strukturen, Homeschooling ist ja jetzt im weitesten Sinne hoffentlich bald nicht mehr, eignen sich und welche Mitarbeiter können dann halt nicht arbeiten. Weil wenn einer Homeschooling hat und zwei Kinder zu Hause, er kann nicht dann arbeiten. Dann muss ich halt gucken, welche Regelungen treffen wir für diesen Zeitraum, dass dann entweder die Leistungserbringung nachgeliefert wird oder wie auch immer. Denn bei vielen hat es ja gar nicht funktioniert an der Stelle. Da ist aber wirklich gefragt, das, was ich von der Führungskraft auch vorher erwartet habe, eine Rückfrage, Kommunikation, Feedback an den Mitarbeiter und vernünftige Ziele vereinbaren. Das wird jetzt mehr und das muss ich auch monitoren. Das ist ja vor Corona schon diskutiert worden, weil ja da auch schon über neue Arbeitsformen diskutiert worden ist. Vielleicht jetzt nicht in den Bereichen, wo ich tatsächlich am Patienten eine dienstkörpernahe Dienstleistung erbringe. Im allerweitesten Sinne geht es einfach nicht. Ich kann nicht eine Pflegekraft outsourcen irgendwie. Aber auch da ist ein anderes Führungsverhalten vielleicht gefragt, weil wir da ja auch, sag ich mal, mit bestimmten Personalnotständen zu arbeiten haben. Nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt. Thema Eigenverantwortung. Die Führungskraft hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass der Mitarbeiter vernünftig arbeiten kann. Und der Mitarbeiter kann, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt beim Arbeitsschutz und Thema Unterweisung. Das ist Aufgabe der Führungskraft, dem Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass er unter welchen Rahmenbedingungen er zu Hause und wie mit seinen Dingen ergonomisch umzugehen hat. Mhm. Wie er das kontrolliert, da kommen wir immer natürlich in Diskussionen auch mit Überwachung und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Da könnte man sagen, ja, da muss man halt vertrauen darauf. Und ich glaube, das ist auch ist auch keine neue Vokabel, aber das ist eine, die man vielleicht nochmal neu überdenken müsste. Was heißt denn das eigentlich, wenn die Strukturen geschaffen sind? Wir haben Beiträge aus dem Chat, dann bitte. Es gibt aus dem Chat eine Frage bezüglich der Anforderungen an die Führungskräfte. Die Anforderungen sind enorm gewachsen durch die Situation, durch die Digitalisierung. Die Frage ist, wie vermeide ich dabei eine Überforderung, Überlastung der Führungskräfte? Haben Sie vielleicht ein paar Tipps? Wer hat mir da die Frage vorweggenommen? An wen ging diese? Weil das wollte ich die Frau Göbel fragen. Genau das. Ja, das ist erstmal allgemein in den Raum gestellt, aber auch vielleicht noch ergänzend dazu, wie werden Führungskräfte darauf vorbereitet, auf diese Herausforderungen? Vielleicht erstmal diese erste und ich habe noch eine zweite. Ja, die gehören aber miteinander zusammen, diese beiden Fragen. Absolut. Also ich denke, dass
das Führungsverhalten viel stärker unterm Brennglas steht. Natürlich haben Sie recht, indem Sie sagen, ja, das war schon immer relevant. Das unterschreibe ich, aber ich glaube, jetzt eitert es in diesen Situationen einfach nochmal ganz anders heraus. Und es gibt gute Führungskräfte und es gibt weniger gute Führungskräfte. Was macht man sie? Erschießen kann man sie ja nicht. Also, ja, man darf es nicht. Ne? Man darf es nicht. Also insofern werden sie erstmal ausgebildet. Das, was wir versuchen, ist halt wirklich bei jeder Ernennung zur Führungskraft genau drauf zu gucken. Was sind denn wirklich Führungseigenschaften, die sehr relevant sind? Und dementsprechend gucken wir im Rahmen der Personalauswahl auch mit Assessment Centers wesentlich stärker noch rein als in der Vergangenheit, wo man dann auch mal die beste Fachkraft vielleicht zur Führungskraft gemacht hat, weil der kennt ja den Job und kennt die Kollegen gut und überhaupt. Und das ist ein System, das jetzt in dieser rapiden Veränderung nicht mehr so gut funktioniert, sondern ich sage immer, wehret den Anfängen und lasst uns gucken, dass wir frühzeitig junge Menschen, die sich für Führung begeistern, durch ein Development Center stärken, durch Führen ohne Macht, durch Vorbereiten, wenn sie eine Führungsaufgabe übernehmen, auch einfach mal ein Coaching bekommen nach einem AC, sehr stark hingewiesen werden auf ihre Stärken, vielleicht auch ihre, wo man genau hingucken muss und einen Coach an die Reihe bekommen. Wir haben ein Führungskräftecurriculum, was verpflichtend ist für Führungskräfte. Das gab es vor ein paar Jahren auch noch nicht, sondern da war das dann so ein bisschen Try and Error. Und wenn man gut miteinander klarkam und gute Ergebnisse abgeliefert hat, dann war das alles in Ordnung. In den Zeiten der krassen Veränderung und des Umsprungs, da glaube ich, ist dieses Thema Fähigkeiten nochmal viel, viel relevanter und es lohnt sich, da präventiv hinzugucken. Aus Sicht des oder derjenigen aus dem Chat, wer hat die Frage gestellt? Gibt es einen Namen dazu? Ist ja öffentlich. Das war die Frau Bansemer und die Frau Stark ergänzend. Ja, aus Sicht von Ihnen beiden, meine Damen, würde mich diese Antwort nicht richtig zufriedenstellen, weil Sie argumentieren stark aus der Sicht eines tatsächlich größeren Unternehmens im War of Talent. Sie stellen neue Leute ein und bereiten alles so vor, dass Sie eine wunderbare agile Management-Zukunft leben können. Ist ja, jetzt versetzen Sie sich aber mal, Entschuldigung, in die Lage von einem mittelständischen Geschäftsführer, vielleicht so Ende 50, der mit diesen ganzen Dingen umgehen muss. Und der auch resilient sein muss und darauf mit seinem ganzen Wesen und seiner Verantwortung reagieren muss. Herr Sandrock, wie soll denn so jemand damit klarkommen? Was können wir für so jemanden tun? Also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu gucken, wie groß sind die Führungsspannen. Ja. Habe ich 60 Leute oder habe ich 10 oder habe ich 15? Da habe ich auch die Möglichkeit zu führen. Das kann der überprüfen. Das kann man relativ einfach in Maß und Zahl feststellen. Man kann feststellen, was sind denn Führungsaufgaben und was sind keine Führungsaufgaben. Ja. Also was ist Feuerpatsche und Verwaltung, die er vielleicht gar nicht machen muss, wo es einen Dienstleister gibt. Und wo ist originäre Führungsaufgabe? Vielleicht sind das auch nur 20%, die er tatsächlich braucht für seinen Geschäft, aber das muss überprüft werden und dann muss den Führungskräften auch die Möglichkeit gegeben werden, das zu machen. Wir stellen oft fest, dass die dann, ich nenne den Begriff nochmal wie Feuerpatschen durch die Gegend laufen, Brände löschen, aber nicht dann die Möglichkeit haben, mit ihren Mitarbeitern, auch wenn die vielleicht gar nicht viel Kommunikation brauchen, das überhaupt, das Grundmaß zu betreiben. Okay. Und das lernt, glaube ich, auch der Mittelständler, dass man das abbilden kann. Führung braucht einfach Zeit und ich glaube auch Strukturen für Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, das muss eingepreist werden in den Führungsalltag. Und auch egal, wie groß mein Unternehmen ist und wie weit. Und eins noch, möchte ich noch ergänzen, möchte ich nicht ins Wort fahren, aber ich habe es in der Praxis oft erlebt, es sind nicht nur die Kompetenzen, es ist auch das Wollen. Das heißt, ein Mensch muss auch Führungsverantwortung für andere Menschen übernehmen wollen. Und das muss ich mit berücksichtigen. Sei es im Assessment Center oder auch bei der Planung, wenn ich die Fachkraft dann doch zur Führungskraft mache. Wenn die das nicht will, dann ist es nach einigen Jahren zum Scheitern spätestens verurteilt. Okay, also auch Instrumente, die schon vorhanden sind. Wir haben noch 5 Minuten. Es gibt noch einen weiteren Beitrag im Chat. Es gibt noch eine, ich denke, eine ganz spannende Frage. Wir reden über sehr viele gute Lösungen und Ideen. Und es gibt die Frage nach den Ressourcen. Was brauche ich im Unternehmen, um das alles umsetzen zu können? Ich höre da eine gewisse Sorge im Chat. Naja, wenn ich viele Leute dafür habe, ist das ja auch leicht. Was ist, wenn ich nicht so viele habe? Mhm. Frau Block, darf ich Sie bitten? Das ist das, was der Herr Sandrock schon angesprochen hat, tatsächlich das Sortieren der eigenen Aufgaben, zu gucken, worin besteht meine Führungsaufgabe und wo bin ich letztendlich in den administrativen
Tagesabläufen gefangen und kann gar nicht zu meiner eigentlichen Aufgabe kommen. Das kann ich selber ein Stück weit machen, kann auch gucken, ob tatsächlich alle Themen bei mir richtig sind oder ob ich auch wieder was abgeben kann zurück an das Team. Das wäre natürlich schön, wenn das die nächsthöhere Ebene auch mitbegleitet, wohlwollend mitbegleitet. Und das ist ganz, ganz wichtig, um Ressourcen auch schaffen zu können. Denn ja, klar, ich glaube, in dem Alltag, das geht man ganz schnell in den operativen Dingen unter und vergisst ganz viele Führungsaufgaben wahrzunehmen. Frau Göbel. Da hilft nur Priorisieren. Also Rom ist nicht über Nacht erbaut worden und ich kann mir viel wünschen und trotzdem brauche ich natürlich die Zeit, aber auch die finanziellen Ressourcen, um das alles umsetzen zu können. Und letztendlich glaube ich aber auch, dass in dieser Zeit, der jetzigen Zeit, das Brennglas einfach nochmal so stark ist, dass ich einen Invest und auch die Zeit lohnt, sich mit diesem Thema vielleicht nochmal anders zu beschäftigen, weil unsere Führungskräfte brauchen die Freiräume, die brauchen auch Guidance, um da gut durchzukommen. Und wenn das jetzt in dieser Phase kein Argument ist, um sich die Zeit und die Ressourcen zu nehmen, ich glaube, das ist wirklich ökonomisch ein Payout. Herr Sandrock. Da kann ich eigentlich nichts hinzufügen, weil das sind so im Prinzip eine so gute Zusammenfassung der Argumente. Zeit ist, glaube ich, so ein Punkt. Aber auch vielleicht die Verantwortung des Mittelständlers selber zu überlegen, was erwarte ich denn von meiner Führungsmannschaft. Natürlich muss am Ende des Tages was erwirtschaftet werden und ein Produkt rauskommen. Aber ich muss mir trotzdem die Gedanken machen, wie kriege ich das hin und mit welchen Leuten. Und da kann man dem durchaus den Hinweis geben, frag nach bei dir selber, was erwartest du denn von der Mannschaft? Was erwartest du von dir selber? Wie führst du? Und den Spiegel, den kann man ja vorhalten. Da würde ich immer eine Etage nach oben gehen. Es hat einfach was mit Leidenschaft und Vorleben zu tun. Also kann ich mich nur anschließen. Ja, okay. Ich denke, wir belassen es dann dabei. Soweit die Zeit ist fast abgelaufen. Noch mal eine kurze Rückmeldung von mir zu der Diskussionsrunde. Es gibt etwas, was mich so also in Bewegung hält, sagen wir mal, und etwas, das mich beruhigt. Das, was mich in Bewegung hält, auch so gedanklich, ist, dass wir doch noch mit vielen unbekannten Größen argumentieren im Augenblick. Die Technologie ist da in vielerlei Hinsicht, aber es scheinen so alte Prozessthemen zu sein, die immer wieder hochkommen. Und da können die Innovationen uns durchdringen, so sehr sie wollen. Wir müssen diese alten Hemmungen bearbeiten. Das ist das, wo ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Das, was mich beruhigt, ist eigentlich genau dasselbe. Nämlich, es sind Themen, die sind nicht ganz neu. Und auch wenn wir uns jetzt hier in dieser Diskussionsrunde ein bisschen komisch fühlen, weil wir wissen, da hören Dutzende von Menschen zu, wir haben keinen rechten Bezug dazu, dann ist es aber trotzdem so, dass wir ja in einer Kommunikationsstruktur sind, die wir kennen. Wir tauschen uns aus, es gibt eine Rückmeldung und hin und zurück. Also so diese alten Kommunikationsstrukturen und Anforderungen haben sich nicht aufgelöst. Und das ist etwas, was mich eigentlich sehr, sehr mutig in die Zukunft der digitalisierten Welt, der hybriden Welt schauen lässt. Und in dem Sinne Ihnen ganz lieben Dank für diese Diskussion und Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie bis jetzt auch so aufmerksam dabei geblieben sind. Das können wir übrigens spüren, auch über den virtuellen Raum, dass Sie uns zugehört haben. Vielen herzlichen Dank.